Ja, hallo Wander- und Autofreunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, endlich schaffe ich es mal wieder raus. Ich bin heute in einem neuen Waldgebiet. Es ist absolutes Neuland. Das Wetter ist stürmisch, aber nicht zu kalt. Manchmal schneit es, manchmal ist die Sonne da. Naja. Was die Bewegung durch den Wind der Bäume angeht, hält es hier noch in Grenzen. Hier ist nämlich jetzt, es geht halt quasi ein bisschen nach unten. Und dadurch wird der Wind ja eigentlich ganz schön abgefangen. Ja, aber sonst wird schon ein bisschen gruselig. Ich habe da noch vorhin schon ein paar Bäume rumliegen sehen, Äste und so ein Zeugs. Ja, möchte ich nicht unbedingt auf den Schädel kriegen. Da habe ich noch was Besseres vor heute. Ja, ich möchte mal den Drangia ausprobieren. Werde mir nachher dann mal so einen Nudeltopf machen oder sowas in der Art. Genau, und jetzt habe ich mein Navi heute dabei. Hab mal den Autoparkplatz Standpunkt markiert, dass ich dann wieder zurückfinde, weil ich laufe heute einfach mal, wie ich Lust habe. Ist ein bisschen batzig hier. Ohne große Planung. Und genieß mal die Zeit im Wald. Genau. Ja, wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann bleibt dran. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Auf geht's! Ja, hier liegt eine Menge Birke rum und da ich langsam keine Birkenrinde mehr habe, wie der Zunder ausgeht und ja, Birkenrinde eigentlich mein Lieblingszunder ist, werde ich mir jetzt mal die Mühe machen und ein bisschen was einsammeln, wenn es schon da ist. Eigentlich vorerst mal. Und ja, was relativ klatschnass ist, werde ich es mal in die Hosentaschen stecken, dann wird es irgendwann mal durch. Aber ist egal, weil heute brauche ich es sowieso nicht. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Ich habe ja einen kleinen 3D-Zombie-Mann gemacht und na egal. Ja, der ist da, weil ich immer noch nicht gewusst habe, wie ich das mit dieser Survival-Karte hier machen soll. Und da ja, ist halt eine kleine witzige Idee. Und ich hoffe, ich überfordere mich da nicht mit, weil ich ja zeitlich echt eingeschränkt bin momentan. Aber irgendwann wird es schon fertig werden und wenn es einigermaßen tauglich ist, dann werde ich das kleine Spaßvideo dann auch veröffentlichen. Also nicht so ernst nehmen das Ganze, ist ja kein Hollywood hier, sondern einfach nur Hobby und Spaß an der Freude. Ja, jetzt habe ich da was Schönes gesehen, da gehe ich jetzt mal hin. Thank you.
Ja, wir hatten ja auch relativ viel Schnee eigentlich die letzten Wochen. Aber leider konnte ich eben nicht raus. Wegen meiner dummen Grippe über Weihnachten und so. Ja, und ja gut, aber das, was jetzt übrig geblieben ist, das Schmelz, was geschmolzen ist, das ist ganz schön nass im Wald. Da fließen ja einige kleine Bächlein rum. Wie zum Beispiel das hier. Ja, es wird langsam Zeit, dass ich mir ein schönes Plätzchen suche. Am besten irgendwo eine kleine Lichtung, wo jetzt nicht so die super Bäume sind. Denn der Wind geht immer noch recht stark. Ich glaube, ich bin hier zwar immer noch so ein bisschen in der Senke drin, aber ist mir doch irgendwie ein bisschen zu riskant. Schauen wir mal. Ja, da ist immer noch dieser Wasserstrom da. Und das kommt wahrscheinlich eben wegen dem Berg, wegen dem Hügel da. Fast ein Outtake. Ja, ich glaube, hier ist genau richtig. So eine kleine Lichtung quasi, ein bisschen. Ja, hier ist windstiller. Hier mache ich es mir jetzt gemütlich. Ja, das Tag steht. Ich habe jetzt dafür ungefähr eine Minute gebraucht. Das ging jetzt wirklich super schnell. Ich habe zwei Expander verwendet und zwei Heringe. Kunststoffheringe, weil die leichter sind. Ja, von mir aus kann es jetzt regnen oder sonst was. Hier drunter bin ich auf jeden Fall mal trocken und relativ windgeschützt. Und das sind diese Kunststoffheringe hier. Die haben halt auch schon diesen Haken und ein Loch. Habe ich jetzt schon öfters in Gebrauch gehabt. Super Teile, also die gefallen mir wirklich gut. Heringe vom Bundeswehrzelt, die habe ich schon lange ausgemustert. Aber da drehe ich sicher dumm und dämlich. Viel zu schwer. Alles viel zu schwer. Ja, und heute habe ich endlich mal mein Bascha wieder in Einsatz. Das British Army Shelter Sheet. Ja, jetzt werde ich mal mein Hobo aufbauen mit dem Trangia Adapter. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, was ich jetzt gar nicht so brauche, das stopfe ich jetzt einfach hier in diesem Bascha-Sack von dem Tarp. Okay, es fängt ein bisschen zum Schneien an. Ja, dann bleibt es halt einfach hier in dem Sack und finde es auch wieder und es ist trocken, wenn ich es brauche. Okay, so den Trangia, den habe ich hier immer in so einem Packsack, in so einer Tüte drin, weil ich habe mal gehört, der läuft gerne aus. Ja, dann habe ich wenigstens den Spiritus nicht im ganzen Rucksack drin. Macht ja Sinn. Thank you.
Ja, cool, jetzt fängt es so richtig an zu schneien. Es ist bedeutend kälter geworden. Trangia brennt, das passt. Und es ist ganz schön grau. Ja. Das sieht man es auch am Atem. Es hat brutal angezogen, die Kälte. Ja, und jetzt schneit es eben. Aber das ist mir völlig egal, weil hier drunter ist es trocken und wildstill. Mir ist eigentlich überhaupt nicht kalt. So, das Wasser ist jetzt kurz vorm Kochen. Es ist schon ziemlich warm. Naja, also solange es schneit, werde ich auf jeden Fall nicht weggehen. Da habe ich keinen Bock zu. Ein paar Reiter sind vorbeigetrapselt, aber haben mich nicht gesehen. Also perfekt gewählt wieder der Platz hier. Ist einfach genial. Ja, was ich auch noch immer gern dabei habe bei so einem Wetter ist, das ist so eine Nässe-Schutzhose hier. Also ist gummiert. Auch von der Bundeswehr. Und die habe ich für 2 Euro gekauft, bei so einem Outpost-Geschäft, oder wie man sagt. Ja, gebraucht natürlich. Und die zieht man einfach über die Hose drüber und man bleibt halt bei so einem Sauwetter alles trocken einfach. Ja. Und das ist ja wohl das Allerwichtigste, dass man schön trocken bleibt. Ja, das Wetter hat sich komplett verändert, auf einmal, mit einem Schlag. Es hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Naja, so, also ich glaube, es wird heller und wird bald aufhören. Ich hoffe es zumindest. So, dann werde ich jetzt hier mal meinen Nudelrahmen, wie heißt das? Nudeln in Rahmsoße, Nudeltopf essen. Joa. Schmackig. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Ja, ich habe das hier nochmal nachgespannt, weil der ganze Schnee drauf lag. Da hat es ganz schön runtergedrückt. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es auf einmal so einen Wetterumschwung gibt. Ich finde es einfach herrlich, nach so langer Zeit einfach mal wieder rauszukommen und dann hier so zu liegen. Bei den Fichten die frische Luft und die Ruhe zu genießen und mal den Alltagsstress einfach wegzuschmeißen. Ich glaube, deswegen macht man das alles hier. Das andere, was mir halt so gut gefällt, ist einfach das Material auszuprobieren. Was bei so einem Wetter ja eigentlich jetzt optimal war. Mal zu sehen, wie lange ich brauche, um was aufzubauen. Und ja, ich war überrascht. Es ging ja sehr schnell. Der Platz war auch ideal. Lieg hier unten, bin trocken. Passt. So muss es sein. Oh, jetzt noch ein heißes Käffchen. Oh, schön. Herrlich. Möchte gar nicht weg. Aber hilft nichts. Ich muss jetzt leider langsam ans Einpacken denken. Tja. Denn ich bin ja auch schon ein ganz gutes Stück unterwegs gewesen bis daher. Es muss ja auch wieder zurück. Ja, mei. Hilft ja nichts. Schade. Aber für die erste Tour bin ich recht zufrieden. Hat wirklich, wirklich einen Mord Spaß gemacht bis jetzt. Ja. Naja, aber jetzt bleibe ich nochmal 20 Minütlein oder so und trinke erstmal gemütlich meinen Kaffee fertig. Dafür lohnt sich schon.
Ja, jetzt habe ich das Bascha und alles relativ unschön eingepackt, aber das macht jetzt nichts. Das muss sowieso alles zu Hause gleich aufgehängt werden zum Trocknen und dann kann ich schön mit Ruhe zusammenlegen. Aber jetzt geht es erstmal zurück. Oh, da muss ich jetzt auch erstmal. Was ist denn das? Aufs Navi schauen. Wie ich da am besten wieder retour komme. Fängt es dann gleich wieder zum Schneien an. Ach, das ist Mist. Wieder schön, wieder Schnee, wieder warm, wieder kalt, wieder Schnupfen, wieder Grippe. Blöd echt. So wird das nix. Okay. Das ist ja simpel. Ich weiß nicht, ob man sieht. Auf jeden Fall, das ist ja ganz praktisch. Hier ist gleich die Wegzweigung. Dann kann ich da gemütlich zurücklaufen. Ja, eigentlich wollte ich das Tarp gar nicht mitnehmen, weil es mir viel zu schwer war. Dachte ich, und weil ich viel zu faul bin eigentlich immer sowas aufzubauen. Aber ich bin echt froh, dass ich es dabei hatte. Hätte ich schon blöd geschaut, wenn ich dann schön nass geworden wäre. Von dem Waldstück sehen, wo ich heute war. Sehr schöner Wald, sehr abwechslungsreich. Es geht hoch, mal runter. So richtige interessante Lichtstimmung. Fast schon vor der Abendröte, aber ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht sehen. Ja, ich filme jetzt mit dem Handy gerade, weil mir natürlich wieder mal der Akku ausgegangen ist, dummerweise. Ich habe ihn nicht aufgeladen beim letzten Mal, dachte bei 6 Stunden Akkulaufzeit. Ja, war halt der Rest von 2,5 Stunden. Ich habe ja doch ziemlich viel gefilmt heute. Darum mache ich das jetzt den Rest mit dem Handy. Auch gleichzeitig Premiere, weil ich bis jetzt immer abgelehnt habe, mit dem Handy zu filmen. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Notlösung. Dann kann ich mich wenigstens noch von euch verabschieden. Ja, ich sag mal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Es war wieder schön. Endlich mal wieder raus. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Servus.